Ich bin in Winnipeg, Manitoba, im noch unentdeckten Herzen von Kanada. Und weil sich gerade hier so eine spannende Szene entwickelt, wollen wir hier auf Entdeckungstour gehen. Der erste Eindruck, ruhig, aber umso größer ist eigentlich die Überraschung, was man alles finden kann, wenn man sich mal auf die Suche begibt. Das ist eigentlich schon das, was so richtig Spaß macht hier. Hello. Hi, Andrew. Welcome here. Just tell me a bit more about your studio space. So this space is here in the Exchange District, and on this floor there's three companies, myself, Wilder, and Old Hat. What got you into making shirts? I just kind of needed some at the time, actually. I was short some good shirts. I was definitely inspired to see something that was locally made. It's cool to be in a space where there used to be a lot of industry here and to bring some more actual makers back to the space. So the Exchange District, does it have a history in garment making? The Exchange District definitely has a history of garment making. In the 40s or the 30s, there was at least 80 factories just in the small Exchange District alone. Ich schaue mich jetzt einfach mal um. Wilder Bags, schöne Taschen, super Material, toll ausgeschnittenes Leder. Kein einziges Cap, das irgendwie aus demselben Material ist. Your fashion reflect Winnipeg or the area? Yeah, the great thing about Winnipeg is we have four distinct seasons. So it inspires a lot of my design. For example, my prairie grass stitching is one of my signature stitchings. Prairie grass, das er von Hand aufbringt mit der Nähmaschine vorwärts, rückwärts. Auch zum Beispiel die Bemalungen sind von Hand. My paintings are one of my most popular stuff, so I just have the little paintings around that people can take and have it in their own homes. Being in the Exchange District is fantastic because it once was a garment mecca for North America. It's a beautiful time to live in Winnipeg. The city is really booming. It's wonderful being here and being part of it. Das ist der Ort in Winnipeg, an dem sich in früheren Zeiten die indigenen Völker aus dem Süden und die aus dem Norden getroffen haben. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass diese Energie sich bis heute weitergetragen hat, weil gerade die jungen kreativen Leute eine Community vorantreiben, die sich wahnsinnig gut entwickelt und wirklich Spaß macht zu entdecken. Destiny, tell us a bit more about your studio and Indigo Arrows. It's a textile design company. So how does your personal ancestry play into this project that you're doing here? I'm an interior designer. One of the challenges was that I was always looking for patterns and textiles and just finishes that represent local indigenous people and the history here. What I did was I started looking at pottery, one of our original like home goods. So we would store food in there. Indigenous people would stamp patterns along the edge. So I take those patterns and I'm reviving them and turning them into home goods. These are from my ancestors. Was eigentlich daran echt sehr spannend ist, ist, dass Destiny es schafft, ein Muster aus ihrer Vergangenheit über ihre Arbeit einfach in die Zukunft zu tragen. Wir drucken jetzt hier ein Muster, das ca. 400 Jahre alt ist. Das hat sie aus dem Museum nebenan von den Indigenous Ausstellungsstücken übernommen. Und es wird nur mit natürlicher Farbe gedruckt. Give it pretty good pressure. Ja. Well, there is something there. Yeah. So what's good on the menu then? I'm gonna send you a risotto. Ich bin direkt vom Chef persönlich mit Portobello Mushroom Risotto versorgt worden. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Jetzt treffe ich Joseph, ein junger Fotograf aus Winnipeg, und er wird mir helfen, das Canadian Museum of Human Rights, das erste Menschenrechtsmuseum in Kanada, nicht nur thematisch, sondern eben auch visuell zu erkunden. This museum, I think it's definitely added something. If you describe it to a visitor, they'll most likely be able to find it because it's pretty distinct. Yes. I feel like it's a really exciting time to be definitely, in Winnipeg. Yeah. There's a lot of opportunity for young people, especially to look at Winnipeg and see what they would want the city to be and then just start doing it. And I feel like from this vantage point, I can kind of like visualize what's gonna happen in the next 5 or 10 years. It's so interesting how aesthetically it absolutely mixes. It's like we're in a different building. Yeah. And that happens like 5 times over. Jetzt habe ich es fast geschafft. Bin ganz oben im Museum of Human Rights. Man legt eine lange Strecke hinter sich und schafft es eigentlich, das ganze Alltagsleben hinter sich zu lassen, um dann bei dem wirklichen Thema, den Menschenrechten, anzukommen. Winnipeg. Ich habe auf jeden Fall mehr entdeckt, als ich erwartet habe. Und was mich eigentlich am meisten fasziniert, ist die Energie der jungen, kreativen Leute, die ihr eigenes Ding hier durchziehen und somit eine super starke Community gründen.
So, wenn ihr jetzt Lust habt, noch mehr von meiner Kanada-Reise zu erfahren, schaut hier.